Uwe, 2:3 nach Verlängerung gegen Hannover. Die Mannschaft hat wieder hart gearbeitet, hat wieder hart gekämpft. Wie sehr nervt das, dass sie für diesen Aufwand zu Hause im Moment noch nicht belohnt wird? Ja, die Spiele sind, jedes Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben, war hart gekämpft und sind immer recht eng. Ich glaube, die Mannschaft, die im Endeffekt über 60 Minuten den konstanteren Einsatz zeigt, hat zum Schluss oft das bisschen Glück, was man braucht. Und heute haben wir 40 Minuten lang recht gut gespielt. Also das zweite und letzte Drittel war ordentlich. Aber das erste Drittel sind wir nicht gut aus der Kabine gekommen. Und das ist was, das müssen wir als Mannschaft müssen wir das lernen, dass wir mehr brauchen, dass 80-90% nicht reichen. Wir müssen wirklich in jedem Spiel Vollgas geben. Kann das passieren? Gerade in den allerersten Minuten wirkte die Mannschaft ein bisschen, ja, so als ob sie das Spiel so ein bisschen verschlafen hat am Anfang. Wie kann das passieren, gerade nach so einem tollen Auftritt auch am Freitag in Iserlohn? Ich glaube, da ist auch schon die Antwort. Immer wenn du so ein hochemotionales Spiel spielst, wie am Freitag wie gegen Iserlohn, das dann gewinnst mit einem unheimlichen Einsatz, ist es sehr schwer für eine Mannschaft, im nächsten Spiel wieder auf das gleiche emotionale Niveau zu kommen, und das brauchen wir. Und da ist jeder Spieler in der Verantwortung. Das ist, deswegen sind wir Profis, und das haben wir besprochen mit der Mannschaft, angesprochen. Und das ist eine Entwicklung, die wir machen müssen als Team, um unsere Ziele zu erreichen. Gepunktet wurde bislang auswärts. Zu Hause hat es noch nicht mit dem Dreier geklappt. Ist das überhaupt ein Thema gerade in der Mannschaft, oder ist das egal? Ich glaube, weniger für uns. Für uns ist wichtig, dass wir, ich glaube, der größte Kritikpunkt heute war, wie wir das Spiel begonnen haben. Und dass du, wenn du ein konstant gutes Spiel spielst, über 60 Minuten, dass dann deine Chancen besser sind, 3 Punkte einzufahren, als wenn du weniger als 60 Minuten spielst. Das ist Logik. Und die Konsequenz aus diesen 60 Minuten konstanter Arbeit ist dann auch, dass du belohnt wirst. Und heute haben wir, wie gesagt, die ersten 20 waren nicht gut für uns. Und das müssen wir verbessern im Laufe der Saison, damit wir die Mannschaft sind, die wir sein wollen. Am Ende hat es nicht gereicht zum Sieg gegen deine ehemalige Mannschaft. Wie ärgerlich zuerst mal ist es vielleicht so ein bisschen für dich, dass du die alten Kolleginnen hier nicht mit einer Niederlage nach Hause geschickt hast? Ja klar, zum Teil ist es natürlich auch persönlich ärgerlich, aber auch generell. Ja, wir haben es nicht geschafft, 60 Minuten zusammenzubringen heute. Und dann muss man fast froh sein, wenn man mit einem Punkt nach Hause fährt. Warum fehlt so ein bisschen die Konstanz? Vielleicht war es heute auch so ein bisschen exemplarisch für die noch junge Saison. Woran musst du ansetzen, dass diese Konstanz bei euch im Team ist? Ja, wir haben vorher gesagt, dass es ein Prozess ist, dass es ein bisschen längerer Weg ist. Wir haben eine junge Mannschaft, wir haben relativ viele Neue, die auch hier in der Arena erst einmal spielen mit dem ganzen Medienaufkommen. Das dauert ein bisschen seine Zeit. Momentan sieht man es, wir wollen zu Hause vielleicht ein bisschen zu viel, tun uns auswärts etwas leichter. Aber wir wollen auch zu Hause eine Macht werden, und daran arbeiten wir. Ist das rein die Erfahrungssache, dass du denkst, Mensch, mit der Zeit kommt das auch, dass man da abgezockter wird? Ja, der Ehrgeiz ist immer da. Klar ist man, wenn man ein bisschen fortgeschritten im Alter ist, ist man da ein bisschen abgebrühter, denke ich mal. Klar, die Jungen haben eigentlich eine Unbeschwertheit auch. Sie können Fehler machen. Die Belastung oder der Druck, sage ich mal in Anführungsstrichen, liegt auf uns Älteren. Das müssen wir handeln. Und wir müssen einen Weg finden, auch eben hier zu Hause die Spiele zu gewinnen. Jetzt hat Uwe Krupp euch zusammengerufen, wie nach jedem Spiel. Heute war es etwas länger. Was hat er gesagt? Welche Aspekte hat er angesprochen? Ja, ihr wisst ganz genau, das, was in der Kabine gesprochen wird, bleibt in der Kabine. Aber ich denke, es hat jeder gesehen heute, dass wir eben nicht konstant 60 Minuten gut gespielt haben oder unser Niveau gespielt haben. Das wissen wir selber. Und daran müssen wir arbeiten. Philipp, es hat leider heute wieder nicht gereicht gegen Hannover. Erstes Drittel war nicht so gut nach Ansicht des Trainers. Wie hast du es gesehen? Ja, wir haben auf jeden Fall im ersten Drittel geschlafen. Wir sind nicht mit den 100%, die wir wollten, ins Spiel gestartet. Und ich denke, wir müssen von Anfang an bereit sein, die 60 Minuten voll durchziehen und nicht nur 40 Minuten. Tino Boos hat gesagt, ihr seid eine junge Mannschaft, und es liegt vielleicht auch ein bisschen jetzt an der Arena oder an dem Druck, der auf euch lastet, dass ihr zu Hause noch nicht so gut in Tritt gekommen seid. Kannst du das bestätigen? Ja, das stimmt schon. Wir sind ein junges Team und haben hier bis jetzt nicht wirklich überzeugend gespielt. Und ich denke, das kommt aber noch, aber das müssen wir auf jeden Fall ab dem ersten Drittel durchziehen. Und, ja. Was macht es denn schwieriger, zu Hause zu spielen? Was macht es schwierig? Ich denke, es ist schon ein gewisser Druck, vor der Heimkulisse zu gewinnen. Es kommen immer viele Leute und die wollen natürlich Siegen sehen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen Druck, aber da müssen wir durch. Und, Das
geschafft, dass da bislang 3 Spiele, 3 Niederlagen stehen? Auswärts läuft sehr gut. Ja, auswärts läuft es gut. Zu Hause, wie gesagt, nicht so gut, aber ich denke, wir gehen in jedes Spiel gleich rein, ob zu Hause oder auswärts. Und ich hoffe, die nächsten Spiele wird es besser klappen. Kein Thema in der Kabine? Nein, nicht wirklich, nein. Ja, Dienstag geht es dann gegen Hamburg. Gut oder schlecht, dass es direkt weitergeht und ihr die nächste Chance auf den Heimsieg habt? Ja, ich denke, wir sind fit und das ist gut, dass wir Dienstag zu Hause nochmal spielen. Ich denke, wir werden direkt von Anfang an Vollgas gehen, so wie wir es heute eigentlich auch wollten. Und ja, das machen wir schon Dienstag. Wie schätzt du Hamburg ein? Hamburg ist ein starkes Team. Die werden hart kommen und wir müssen gegenhalten. Und wenn wir 100% gehen, dann wird es ein gutes Spiel. Die ersten Minuten verschlafen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir damit rechnen können, dass ihr am Dienstag die ersten Minuten komplett explodiert, richtig brennt? Ja, wir werden auf jeden Fall hart gehen. Das wollen wir jedes Spiel von Anfang an voll konzentriert und unsere Checks zu Ende fahren. Und wir dürfen nicht zu übermotiviert sein am Dienstag, aber ich denke, wir werden schon Vollgas gehen direkt von Anfang an, ja. Alex, am Ende, man muss ja sagen, wieder kein Heimsieg hier in der Lanxess Arena. Hast du kurz nach dem Spiel schon eine Erklärung dafür? Ja, ich denke, die Erklärung ist einfach. Wir haben das erste Drittel vollkommen verschlafen, sind durch Glück trotzdem 1-0 in Führung gegangen und lagen dann zurück und sind dann die letzten 2 Drittel dem Rückstand hinterhergelaufen und am Ende ja, konnten wir das Spiel dann nicht mehr gewinnen. Jetzt ist es ja ein neuer Usus, dass nach dem Spiel Uwe Krupp euch nochmal zusammenruft, ganz alleine. Heute hat er etwas länger gedauert, hat er etwas mehr zu sagen gehabt heute? Ja, natürlich, wenn man das dritte Heimspiel jetzt verliert, dann ist klar, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Und wir haben jetzt 2 Auswärtsspiele wieder gewonnen und wir haben immer ein gutes und ein schlechtes Spiel. Und das ist nicht Sinn und Sache von unserem Job, sondern wir müssen jedes Spiel gut spielen und jedes Spiel gewinnen und vor allem natürlich auch zu Hause. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Meine Auswärts spielt ja schon eine richtig gute Saison, wer da oben mit dran, nur zu Hause funktioniert es nicht. Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich leider auch nicht beantworten. Aber ich denke, wir haben jetzt in Iserlohn hatten wir halt einen guten Start und haben konstant 60 Minuten gut gespielt. Und heute in Köln haben wir leider nur die letzten 40 Minuten gut gespielt und nicht die ersten 20. Und das ist eine Erklärung, weil wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss man 60 Minuten gutes Eishockey spielen. Zum Schluss eine Frage zu Marcel Ohmann. Das war eine fürchterliche Szene, Schrecksekunde. Wie geht's ihm? Was ist der Wissensstand? Meine Informationen sind die, dass er ist im Krankenhaus, es geht ihm gut und er hat natürlich eine Gehirnerschütterung und damit muss man natürlich sehr vorsichtig umgehen und er wird jetzt die nächsten Tage unter Beobachtung sein und ich denke mal, er wird die nächsten 3 Wochen kein Eishockey spielen.